Da im Hintergrund haben wir unsere Kirche mit dem Glockenturm, was wir wirklich sehr schätzen. Und unser Glockenturm hat ja ein Uhrwerk und eben Glocke. Und diesbezüglich würde euch Domenico, unser Mesmer, gerne ein paar Ausführungen dazu machen. Viel Spass damit! Domenico! Hallo Peter, danke dir. Das sind jetzt eben unsere 6 Glocken. Hier fangen wir eben an, von oben rum. Das ist die Klinschglocke. Die ist dem heiligen Martinus, dem Bischof, gewidmet worden. Und die hat jetzt 182 Kilo. Und die ist auch unser Totenglöcklein, sagt man zu der. Dann haben wir die Glocke 2. Die ist dem heiligen Josef gewidmet. Und die hat 426 Kilo. Dann haben wir die Nummer 3. Das ist die heilige Jungfrau Maria, 720 Kilo. Dann haben wir hier die Glocke 4. Die heilige Therese vom Kind Jesu. Er hat auch 720 Kilo. Und da haben wir jetzt unsere 2 grossen Babys. Das ist eigentlich die Glocke dem heiligen Peter und Paul, Patronaten unserer Kirche, gewidmet worden. Die hat 1425 Kilo und die hat 2460 Kilo. Und insgesamt eben kommen wir auf die stolze Summe von 6209 Kilo. Zwei unbedingte Bemerkungen, die man machen muss. Die Glocke schlönt. Oder sie läuten. Schloh ist eben, wenn sie im ruhigen Stand sind. Dann haben wir hier die sogenannte Schlaghammer. Und da wird die Viertelstundentakt geschlagen und dann als Stunde der Stundenschlag geschlagen.